ein frohes neues Jahr wünschen wir euch und vielen Dank für eure Geduld. Ja, es hat ein bisschen gedauert jetzt, bis wir wieder ein neues Video machen konnten. Ja, und es lag daran, dass wir tatsächlich neben dem ganzen Haus ausräumen und was wir alles noch so vor haben hier, auch noch krank geworden sind. Und so wie sich jetzt rausgestellt hat, durch einen Antikörpertest, dass auch Corona war. Das ist übrigens der Elvis. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade im Bild ist. Der ist im Bild. Das ist unser Hund Elvis. Ist jetzt hier, wie ihr seht, noch bei uns im Haus, aber schon an Campingmöbeln. Also unsere gesamte Essensausstattung, Küche, beziehungsweise Esstisch, Stühle und so weiter, haben wir alles entweder auf den Sperrmüll entsorgt oder werden es auf dem Sperrmüll entsorgen oder haben wir gespendet. Denn es ist schon einiges passiert. Wir sind also schon fleißig dabei, hier unser Haus auszuräumen. Und ich wollte euch ein kurzes Update geben, wo wir jetzt gerade so stehen. Das ist ja schön, dass ich jetzt mal hier so einen Liebesbeweis von meinem Hund bekomme vor der Kamera. Mit dem gehe ich jetzt gleich noch raus, eine Runde, ja, über die Straße hier, die wir bald verlassen werden. Also, was ist passiert? Wir haben unser Haus verkauft, das wisst ihr schon, nach dem Notar. Jetzt ist mittlerweile auch das Geld geflossen. Seit gestern ist das auf dem Konto. Und wir warten jetzt im Moment auf unser Wohnmobil. Das ist noch nicht ganz klar, wann das kommt, denn letzte Auskunft vom Händler, ja, so, ich weiß gar nicht, eine Woche oder so vor Weihnachten war, dass es beim Hersteller in Frankreich in den letzten Produktionsschritten ist. Und wir müssen jetzt geduldig sein. Bis zum 9. Januar hat unser Wohnmobilhändler Weihnachtsferien. Also erfahren wir jetzt auch in der Zeit noch nichts Neues. Ja, und wir haben jetzt hier eine Lagerfläche schon angemietet in Bochum. Da zeigen wir euch auch mal. Da machen wir auch ein Video von. Das ist so ein Self-Storage. Es ist wirklich nur ein 5 Quadratmeter Raum, den wir anmieten werden oder angemietet haben. Da muss alles reinpassen. Ja, und alles andere entschwindet so langsam. Wir haben ganz viel gespendet für so ein Siedlungsprojekt in Polen. Da werden wir sicherlich auch nochmal das eine oder andere darüber berichten, weil wir da auch nochmal hinfahren wollen. Also unsere Reise wird uns da auch hin begleiten, weil wir uns auch vorstellen können, eventuell dort auch irgendwann mal zu siedeln. Und jetzt sind noch einige Dinge hier zu organisieren und vor allen Dingen zu bestellen, weil wir jetzt ja hier noch die feste Adresse haben hier in Billerbeck. Ja, und das ist das, was wir gerade, mit dem wir uns gerade so beschäftigen, Tag für Tag. Wir arbeiten jetzt halt eine To-Do-Liste richtig ab. Und ich wollte euch auch nochmal fragen, erstmal sind wir total fasziniert, dass wir schon über 6000 Ansichten der Videos insgesamt haben und dass euch das so interessiert, finden wir toll. Vielen Dank auch dafür, dass ihr euch hier entschlossen habt, hier bei uns dabei zu sein und das zu abonnieren. Ich frage auch einfach mal, da waren jetzt auch schon einige Kommunikationen und Kommentare, super klasse. Gerne weiter so. Schreibt uns gerne in die Kommentare rein, auch was euch interessiert, was ihr für Fragen habt, dass wir dazu auch dann Videos machen können, damit es für euch auch wirklich ja, möglichst viel Spaß macht. Ja, das war es erstmal von uns als Update. Wir versprechen, dass wir jetzt auch ja, in ein bisschen kürzeren Abständen Videos machen werden, aber verzeiht uns, wir waren wirklich völlig außer Gefecht gesetzt und ja, sind froh, dass wir das Ganze gut und auf natürlichem Wege überstanden haben, immunisiert jetzt sind. Und das gibt uns ja auch noch mal ein bisschen Sicherheit für unsere Reise. Also, vielen, vielen lieben Dank. Viele Grüße aus Billerbeck. Kamerafrau, Frau, möchtest du noch was sagen? Heute nicht. Okay. Nein, heute nicht. Alles klar. Dann die anderen beiden, die Kinder stehen auch hinter der Kamera. Sagt immer Hallo kurz. Hallo. Das waren Elias und Gabriel. Ja, ihr werdet mehr von uns sehen auf jeden Fall. Und schreibt mal rein, was euch interessiert, wie es jetzt in den Vorbereitungen läuft. Die Reise selber werden wir natürlich auch dokumentieren, klar. Aber was sind jetzt die Fragen, die euch jetzt aktuell bewegen? Schreibt es uns rein in die Kommentare und dann können wir das auch gerne beantworten. Bis bald, bis zum nächsten Video und vielen Dank, dass ihr hier seid. Tschüss!